Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Necrons. So, drei Züge noch, dann kommen die Eldari. Das Chaos nimmt sich da gleich was, aber was ist wohl unsere Mission? Gewinnen Sie drei Kämpfe gegen die Eldari. Das wird Kampf Nummer 1. Und dann müssen wir... Alter, haben wir da viele Chaos-Schiffe. Na gut. Let's start. Oh, unser anderer Sektor wird ja auch angegriffen, ne? Hm. Die hatten keine Chance. Zug 19. Ich gehe nochmal ganz kurz raus. Hallo? Maus? Spiel? Eldari raids are growing in frequency and irritation. I recommend broadening our logistical base. What do you suggest? There is a dormant anchorage with an acceptable voyaging range. It once belonged to the Terenov dynasty, but we could restore it, press it to our purposes. I concur, Tsar. Relay the information to the sands of time. Eroberer. Ja. Bringen Sie das Skelos-System im Skelos-Sektor unter Ihre Kontrolle. Ah, da hinten. Wie komme ich da hin? Mal so ganz doof gefragt. Ah, das heißt, wir können einfach durchreisen, alles, der U-Bahn. Wie viele Flotten haben wir? 4 von 4, also. Das sehe ich jetzt nicht so. Oh. Ressourcen. Sie erhalten alle 15 Züge. Schlachtplan. Ah, gibt mehr Konstruktionspunkte. Ja, strategische Raumstation. Diesen Punkt werden wir sowas von ausbauen. 442 von 54. Wer es eigentlich hat, zu viel Punkte. Der könnte noch was gebrauchen. Den können wir noch ein Schiffchen unterbringen. Ein kleines. Irgendeine Eskorte könnte dann noch unterkommen. Na komm, was war mit dem Jackal? Ein Scanner ist nicht verkehrt. Was hat der? Hat der auch einen Scanner? Ja. Ich nehme trotzdem einen Jackal. Aber haben nur 52. Ah, der ist zu viel. Der ist auch schon zu viel. Scheiße. Darum hat er so wenig. Na gut. Hat sich das schon mal geklärt. So. Wir warten da erst auf den Angriff der... In zwei Zügen kommen die, ne? Also normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, aber hier guck, ey, wenn der diesen Sektor da quasi so, was willst du da machen, ne? Tut mir leid für die 20.000 Suns. Aber das ist ja sowas von einer Einladung. Machen wir Autoschlacht. Ja, leichte Schäden. Aber ein bisschen aufgestiegen, wunderbar. So günstig kriegst du gar nichts mehr. Zwei Züge, aber wir dürfen nicht mehr. Ich mach mal Zug beenden. Warte mal, wir haben 4 Flotten, ne? Wo ist denn die 4. Na, ich verstehe. Wir greifen die bald an. Zur selben Zeit. Wir haben es hier schon verzögert auf 3 Züge. Hier kommen sind 2, das heißt, wir müssen dann eine Einheit zurückschicken. Okay.
Und so machen wir schon unsere drei Eldari-Schlachten. So, hier machen wir erstmal 80. Das heißt, wenn der wer hin will, könnte man auch leicht einnehmen. Dann ist es echt das Chaos hier das nächste Problem. Oh, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen hier... Reparatur. Hier können wir jetzt nichts mehr verzögern. Können wir noch irgendwas ausbauen? Ja, das war's. Zug beenden. Ah, schön. Kommt er gleich zurück. Dann haben wir da ein einzelnes Chaos-Schiff und dann können wir die einnehmen. Alter. Das ist nicht wenig, was da kommt von diesem Dreckszeug. Also, ich weiß nicht. Die Eldari sind mir einfach zu schnell. The region of space, now known as the Eye of Terror, was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people, the Eldari realized too late the perils of excess. The fourth Chaos God, Slaanesh, was born from their debauchery, its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror, and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured Spirit Stones be harvested. And thus the souls of the dying be saved from thirsting Slaanesh. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence and thus preventing a second, final catastrophe. But not all Eldari can bear the rigidity of craft world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Drakkari, too, live outside the structures of the Eldari path. Corrupt and cruel, they keep Slaanesh at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders and slavers all, the Drakkari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic. As untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with ever more gathering beneath the banner of one named Ivrain. These Inari keep their beliefs hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Ich hasse sie. Einfach nur, weil die immer von außer weiten Distanz schießen können. Denn ich sehe die meistens ja nicht. Zweitens, wenn ich sie sehe, hauen sie ab. Und es ist einfach nur ätzend.
Naja. Mal gucken, wie die Necrons sich gegen die schlagen. Vor allem, das wird jetzt ein Schlachtfest, ey. Waren das nicht irgendwie auf dem Schiffe? Ich muss mal kurz gucken. Wir haben einen Typen, der kann scannen. So. Das ist ein Jäger, sonst kann der nichts. Hier, das war das Blitz. Erzeugt eine Blitzverbindung. Damit kann man auch Spaß haben. Massenrückruf. Und Skarabäus-Schwarm. Ich schwärme ja echt für diesen Skarabäus-Schwarm. Okay, okay, okay. Bereit. Fliegen erstmal dahin. What is your command? Moving. Sollen sie mich doch identifizieren aus der Entfernung? Den einzigen Vorteil, den wir jetzt haben, sind diese Waffenplattformen. So, das Schlimme ist, wir brauchen aber unseren hier, unsere kleine Fregatte. Weil der ist unser einziger, der scannen kann. Und dann müsste auch schon gleich was in Scan-Reichweite sein. Schick mal Jäger los. Und... Nee, war noch keiner. Erstmal Frontbewaffnung. Na, scheiße. So, wer hat diesen Kettenblitz gehabt? Kurz Pause. Erstmal alle seitlich. Du, Kettenblitz mit... Oh, mit ihm. Fliegt dahin. Und dann hätte ich gerne ihr beide Feuer auf ihn. Und play. Na los, das sind da durchfliegen. Was tut ihn kaum was an? Na klar, ihr dürft schießen, wie ihr wollt. Feuer. Attacke. Ah, der Skarabäus-Schwarm ist zu weit weg. Kannst du bitte... Ja, kann ich. Weg vernichtet. Hier, auf ihnchen. Ah, komm, ich brauch meinen Skarabäus-Schwarm. Genau... Jetzt! Und ich kann ihn nicht aktivieren, weil wir defekt sind. Scheiße! Feuer! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Haben wir einen Blitzschlag? Nein. Yes,
Schade. Scheiße. Nein! Ah, dieses scheiß Garabinos-Schwärme brauchen wir eigentlich. Einfach nur zur Ablenkung. Ah, da funktioniert das Garabinos-Schwärme noch. Schön, Feuer. Du bleib mal da. Ne, alle bleib mal zusammen. Necrons, Attacke! You have accumulated 25% of strategic points. Ich muss die Scarabeus so lange wie möglich ausbenutzen. Gut, dann den Punkt einnehmen. Hm. Er greift an. Energy to recall essence. How may I serve? Brandbewaffnung. So, ich muss gleich den nächsten Scarabeus-Schwarm einsetzen. You have seized a strategic area. Ah, schön brennt da, ihr Eldari. Jetzt fehlt uns leider so eine schnelle Einheit, die aufdecken kann. Und schon haut er wieder ab. Na los, Feuer! Aber das ist gut, dass wir die Jäger auch dafür einsetzen können zum Scouten. Ui. Seitlich auf ihn da. Los, rüber, Necrons. Ah, da kann ich gegen ankämpfen. Ah, was ist da passiert? Ah. Ich glaube, das war's gleich mit dem Schiff. Fantastisch, auf den nächsten. Der andere ist ja erstmal beschäftigt. Und kriegt er noch schön auf den Sack. You have accumulated 50% of strategic points. Frontbewaffnung, Feuer. Nee, andersrum. They are doomed. Das heißt, sie kriegen dann gleich wieder Verstärkung. Ich mach nochmal das letzte Mal Scarabeus-Schwarm, oder? Ich warte noch, bis Feinde kommen. Ja. Feuer! Niemanden zurückkommen lassen.
Jawohl. Da ran jetzt. Nahkampf. Nein, Skarabäus-Schwarm ist kaputt. Na gut. Feuer. The enemy is seizing one of your strategic areas. Feuer haben sie uns den Punkt weggenommen. Meuterei. Feuer an Bord. Schön, 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 schön. Ich würde trotzdem mein Deck da mal reparieren wollen. Komm nicht hinterher hier, verdammt. Ich habe keine Lust, noch mehr Schiffe zu verlieren. Na los, komm du näher ran. Ah, er zieht sich mir zurück. Hettenblitz! Ja, er ist schön drin. Nahkämpfer mehr. Und rüber. Hier auf die Triebwerke, ey. There will be no escape. Achso, ihr dürft selber schießen, Entschuldigung. Vielleicht würde das dann schneller gehen. Kugel der Wiederbelebung. Ja, schade ist damit, dass sein Skarabäus-Schwarm kaputt ist, ey. Ist der Skarabäus-Schwarm so wichtig? Haben nur noch Blitzeinschläge. Komme ich da irgendwie ran mit? Truppen rübersenden. So, Segel vernichtet. Rückzug. Haha. Was habt ihr davon, ihr dreckigen Aldari? Oder Eldar, wie ihr euch auch immer nennen magt. Oder mögt. Ja, auch dieser Kettenblitz ist eigentlich ganz geil.
gerade als er eine Kurve fliegen wollte, also im Wendekreis quasi, hat er den Kettenblitz abgekriegt. Und der hat da locker erstmal ein Deck komplett verloren. Aber wir haben ein Schiff verloren. Ja, das geht aber. Ich dachte, da kommen mehr. Auch noch so viele Punkte. Ah, der will da rüber. Und da kommen schon die nächsten dreckigen Eldari. Ich hoffe, dass mal ein Addon rauskommt, dass man die auch mal spielen kann und die Orks. Eigentlich könnte man auch von jeder Fraktion eine Kampagne machen. So, Befehlskapazität. Das heißt, wir können jetzt 5 Flotten bauen, das Geld haben wir. Und das Schöne ist, dass wir genau hier uns jetzt nochmal eine Flotte gönnen. Oh, der hat einen Skarabäus-Schwarm. Warte mal ganz kurz. Oh, der ist gerade, das ist ein großes Schiff. Den will ich haben. Aber der hat... Oh, der hat... Kein Skarabäus-Schwarm. Der? Nur gucken, was du hast. Ich will jetzt nicht da irgendwie weiter gucken. Oh. Nee. Also es ist, jede Flotte, finde ich, muss irgendwie einen Skarabäus-Schwarm haben. Die Dinger sind so wichtig. Ah doch, der Anführer hat einen. Ich guck gerade, wer hier von den drei einen hat. Zerstörerischer Lichtbogen. Keiner irgendwie, okay. Kriegen wir den damit rein? Ja, dann war's das. Mehr Punkte haben wir nicht. Bestätigen. Und schwuppdiwupp sind die gleich eine Unterzahl. Nice. So. Mensch, die wollen da alle rüber. Und hier kommen gleich wieder welche in 3 Zügen. Na, dann kriegen wir es mit der Nebenmission locker hin. Mal hier was machen. Oh, Einnahmen durch Ruhm. Machen wir. Weil ja hier gleich angegriffen werden, gönne ich mir das nochmal. Und hier gönnen wir uns dann nochmal das. So. Zug beenden. Tja, eigentlich haben die keine Chance. Machen wir trotzdem nochmal. Die hacken wir auch nochmal schnell weg. Das RAM leichter Schiffe ist eine bewährte und effektive Taktik. Ja. Aber die Necron-Schiffe und die Eldari-Schiffe sehen irgendwie nicht so stabil aus, wenn ich ehrlich bin. Mit denen möchte ich eher weniger ran. Ne, auch wenn das jetzt hier, guckt euch an, das, wenn du da so einmal durchrammst, dann richtig sind 2. Das hält doch nichts aus, ist nicht so massiv wie die von den Space Marines von der Imperialen Armee. Da hast du ja einen riesigen großen Klotz. Ich bin mal gespannt, was das Schiff alles kann. Also Skarabäus, Basisbombe, Sternimpulswaffe. Erzeugt eine Schockwelle, die 250 Schaden an feindlichen Schiffen verursacht.
und feindliche Geschwader Torpedos im Umkreis von 4500 Einheiten zerstört. Klingt hier erstmal nicht schlecht. Was mich aber auch stört, dass er wieder nur ein Jagdgeschwader hat. Die Necrons scheinen wohl nicht sehr auf Bomber zu setzen. Ich mag Bomber, aber naja. On the march. Wer ist wer? Du bist der. Okay. Motive units fully engaged. Der nächste. Impossible. Cannot comply. Mal ein paar Meter sparen. Ich bin mal gespannt. Jo. Genau das wollte ich sehen. You have seized a strategic area. Ah, die machen es richtig. Die wollen gleich da mit Männern rüber. Truppen zerstören. Frontbewaffnung aktivieren. Feuer. Hier, auf den. Feuer. Waffen sind nicht für eine Reichweite. Ja, hat aber gut dann abgekriegt. Ja, die nehmen die auseinander. Wir müssen weiter vor. So, die warten echt immer, bis ihre Schilde wieder regeneriert sind. Und dann... Oh, die Sternenpuls ist so Umgebungswaffe. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Scheiße. Ich dachte, die... Naja, fetzt da irgendwo. Komm. Ich warte, bis sie in der... schönen Stasis sind. Dann können wir sie immer schön beschießen. Ey, die tarnen sich schon wieder, die Schweine. Schick mir einen Jagdgeschwader raus. Müsste jetzt gleich enttarnt sein. Feuer. Da würde ich jetzt nicht reinfliegen wollen, wenn ich du bin. So, ich setz mal hier euch beide. Seitenbeschuss. Dich auch. Dann versuchen wir sie mal weiter wegzutreiben. Feuer! Und auf den da. Deck ist beschädigt. Wenn er schon freiwillig kommt. Komm mal zurück, du brauchst einen Skarabäus-Schwarm. Feuer frei, ihr dürft auf alles feuern, was ihr wollt. You have accumulated 25% of strategic points. We are death. Na. Reassembling coherence. Läuft. Frontbewaffnung. Und bitte zurück. Ja, läuft, ne? Wir reparieren sogar unsere Basis. Nett. Hatten wir nicht irgendwie die Fähigkeit, dass wir Leute wiederbeleben können?
Aber ich glaube, hier hat es kein Schiff mit dabei, oder? Hm. Pyramide der Wiederaufbau. Bericht sofort. Leichten, kritischen und schweren Effekte der Necron-Schiffe. Ah. Das sehen wir uns mal auf. Ready to serve. Ja, wir haben die meisten Punkte. I serve your glory. Ich glaube, den können wir auch nochmal hier uns holen. All power to motive units. How may I serve? Oh, die Kugel. Schade. Der Kugel habe ich, glaube ich, noch nie was getroffen, oder? Oh, was ist da passiert? Freundchen, was machst du da? Motive Units fully engaged. I am the Dynasty's Spear. Moving. Na, ich repariere das Schiff mal ein bisschen. Yes, my liege. Fliegen wir mal in den Nebel rein. You have seized a strategic area. Genau deswegen. What is your command? Und Feuer. I serve your glory. Ready to serve. Aber doch außer Reichweite. What is your command? You have accumulated 75% of strategic points. Alter! Deck mal auf, da diese Ratte. They are doomed. Feuer frei da. Na, der haut ab. Ach, doch nicht. Bin ich ganz entkommen, ne? You are close to victory by strategic points. Ja. Ja, ich bin mit dem Schiff da noch nicht so ganz warm geworden, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich den eher in der Distanz benutze oder in den Nahkampf. Er hat ja diesen tollen 250 Kilometer Reichweite Blitzkram, aber ich weiß nicht, ob der was bringt. Oder inwiefern er was bringt gegen andere Schiffe, das müssen wir mal im Auge behalten. So, das Eldari-Schnitzel hat ein Ende. Und langsam müssen wir mal den Sektor da drüben irgendwie in Angriff nehmen. Vor allem jetzt, wo der eine da wegfliegt, wäre das jetzt die optimale Geschichte. So. Ja, der greift in zwei Runden an. Da haben wir in drei Zügen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ja, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.